Posttraumatische Belastungsstörung bei Rettungssanitätern kann Berufskrankheit sein. Extrem wichtiges Urteil für die Praxis des Bundessozialgerichts. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Steigen wir einfach gleich mal in die Pressemitteilung des Bundessozialgerichts ein, des Zweiten Senats. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieses Urteil hat aus meiner Sicht wegweisende Folgen für die Feststellung von posttraumatischen Belastungsstörungen im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit. Eines kann ich Ihnen jetzt schon vorab sagen, die Berufsgenossenschaften können sich jetzt nicht mehr hinstellen und behaupten, dass posttraumatische Belastungsstörungen per se, also generell, nicht als Berufskrankheiten anzuerkennen sind, denn das Bundessozialgericht hat in einer wirklich super Entscheidung am 22. Juni 2023 entschieden, dass posttraumatische Belastungsstörungen bei Rettungssanitätern als Berufskrankheiten anerkennungsfähig sind. Natürlich muss man, wie immer im Einzelfall, dann auch prüfen, ob es da einen Ursachenzusammenhang zwischen der posttraumatischen Belastungsstörung und der beruflichen und der Ausübung der beruflichen Tätigkeit gibt. Das sagt ja auch das BSG. Aber im Grundsatz sagt das BSG, die posttraumatische Belastungsstörung bei Rettungssanitätern kann als wie Berufskrankheit anerkannt werden. Auch wenn die posttraumatische Belastungsstörung, ja, ich zeige Ihnen das mal, nicht zu den in der Berufskrankheitenverordnung aufgezählten Berufskrankheiten gehört. Das hat der Zweite Senat des BSG am 22. Juni 2023 entschieden. Sie müssen sich bitte Folgendes vorstellen. Berufskrankheiten können nur solche sein, die in dem Katalog dieser Berufskrankheitenverordnung, da gibt es eine Anlage 1, aufgezählt sind. Und die sind aufgezählt und die werden jedes Jahr möglicherweise erweitert oder da gibt es keine Erweiterung. Für die Zuständigkeiten für die Erweiterung, das erzähle ich Ihnen dann mal, oder wie das dann funktioniert mit der Aufnahme von Berufskrankheiten in diesen Katalog, das kann ich Ihnen mal später in einem anderen Video erklären. Und es gibt eben Situationen, da ist zum Beispiel die posttraumatische Belastungsstörung als solche, als Berufskrankheit nirgendwo in diesem Katalog erfasst. Und jetzt hat das BSG gesagt, stopp, wir haben auch noch die sogenannten Wie-Berufskrankheiten. Das heißt also, das sind Berufskrankheiten, die zwar im Katalog nicht erfasst sind, die aber nach dem Stand der Wissenschaft als Berufskrankheiten zu zählen haben. Und das hat das BSG hier in diesem Fall tatsächlich auch so vorgenommen. Ich finde eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, vor allen Dingen gerade in dem Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung. Wir reden ja hier nicht nur von Rettungssanitätern, wir reden von Leuten, die im Hospiz arbeiten, wir reden von Ärzten, wir reden von Leuten, die in der Pflege arbeiten, die also vielen, vielen Belastungen ausgesetzt, vielleicht sogar bei angestellten Psychiatern und Psychiaterinnen. Ja, also das sind alles Dinge, die oder Notfallseelsorgern und so weiter, Rettungssanitätern, also alles solche Berufsgruppen, die wirklich zum Teil extremsten Belastungen ausgesetzt sind. Und in unserem hier oder in dem vom BSG entschiedenen Fall hat der Kläger als Rettungssanitäter viele traumatisierende Ereignisse, unter anderem Amoklauf, Suizide und andere das Leben sehr belastende Momente erleben müssen. Kann ich mir schon vorstellen als Rettungssanitäter, dass man da sehr, sehr häufig also mit Tod und Elend zusammenkommt und dass das natürlich verstörend sein kann und dass das sich in das Gehirn des einzelnen betroffenen Mitarbeiters dort einbrennt, ist mir auch völlig klar. Das ist alles nicht ganz so einfach. Und im Jahr 2016 wurde bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt und die Beklagte, also seine Berufsgenossenschaft, hat es abgelehnt, diese als Berufskrankheit anzuerkennen, weil sie A, zum einen im Katalog nicht drin steht und zum anderen als wie Berufskrankheit nicht zu bewerten sei. Ja, anders als die Vorinstanzen hat das BSG glücklicherweise jetzt mal eine Grundsatzentscheidung getroffen und hat grundsätzlich gesagt, dass eine posttraumatische Belastungsstörung bei Rettungssanitätern als wie Berufskrankheit anerkannt werden kann. Rettungssanitäter sind während ihrer Arbeitszeit einem erhöhten Risiko der Konfrontation mit traumatisierenden Ereignissen ausgesetzt. Diese Einwirkungen sind abstrakt generell nach dem Stand der Wissenschaft, meine Damen und Herren, hören Sie hin, nach dem Stand der Wissenschaft Ursache einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dieser Ursachenzusammenhang ergibt sich aus den international anerkannten Diagnosesystemen, insbesondere dem statistischen
Manual psychischer Störungen der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung DSM genannt, sowie den Leitlinien der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. Das heißt also, das BSG greift hier auf die Wissenschaft zurück und sagt, die posttraumatische Belastungsstörung steht zwar im Katalog nicht drin, sie ist aber eine Wie-Berufskrankheit, weil sie de facto, es fehlt sozusagen nur noch die Anerkennung, die gesetzliche Anerkennung als Berufskrankheit, wenn man es dort reinschreibt. Meine Damen und Herren, das ist ein ganz, ganz wichtiges Urteil. Ich habe es ja einleitend schon gesagt, denn jetzt wird die Tür aufgemacht für diejenigen Menschen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen und hier an dieser PTBS dann auch tatsächlich wirklich leiden. Das natürlich es einen Zusammenhang zwischen der beruflichen Tätigkeit und der posttraumatischen Belastungsstörung stehen oder geben muss, also Kausalitätszusammenhang da sein muss, das ist völlig klar. Und deshalb hat das BSG im Einzelfall, also in dem hier vom BSG am 22.06. entschiedenen Fall gesagt, naja, wir können dem Kläger noch nicht hundertprozentig genau sagen, ob bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund seiner Tätigkeit vorliegt. Deshalb muss das Instanzgericht, also das Landessozialgericht, darüber nochmal explizit befinden und muss also herausfinden, ob tatsächlich durch seine Tätigkeit beim Kläger eine PTBS eingetreten ist. Aber im Grundsatz ist dieses Urteil wirklich wegweisend und ich kann einfach nur sagen, für die Praxis sehr, sehr gut und die Berufsgenossenschaften können sich jetzt hier nicht mehr herausreden und können sagen, nee, das ist keine Wie-Berufskrankheit, die PTBS. Also, meine Damen und Herren, schauen Sie sich bitte mal dieses Urteil in der Pressemitteilung des BSG vom 22.06. nochmal an. Ist eine ganz allgemeine Geschichte, aber ich sage schon mal ziemlich lesenswert. Näheres zu diesem Thema finden Sie, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.